Hallöchen, meine Freunde, herzlich willkommen wieder zurück zum Landwirtschaftssimulator 2017 Hauptfach Version 1.3.6. Irgendwie sowas in der Richtung. Immer noch mit dem guten Ansgar, mit dem guten Werner und natürlich auch mit Garderobe. Hallöchen. Hallöchen, Grüße auch an dich. Hallo. Grüße an den Kürbisansager heute. Ja. Sehr dynamisch in der Stimme. Ja, ich dachte, ich lasse eure Diskussion noch kurz ausklingen und dann den Zweit zur Professionalität. Dann habt ihr überall hingekriegt. Ja, den Job zum Dazwischenquatschen habe ich ja übernommen. Das, ja. Hattet in der Tat richtig. Kommen da eigentlich unter euren Videos immer noch diesbezüglich Beschwerden? Weil ich versuche es ja abzustellen. Ich bin. Da war wieder so einer, ne? Da war er wieder. Schon wieder so ein Zwischenhof. Nee, ich hatte noch bei Ernst irgendwie gelesen, das Projekt ist geil, aber wir labern zu viel. Das ist das Grundkonzept dieses Projektes, junger Mann oder reifer Mann, je nachdem. Ich hab innerlich nicht, geklatscht. Auch, ja. Innerlich geklatscht, das. Warte mal, hier. Warte mal, Bedienung, Abfahrer. Muss ja nicht leider einen Koch dort zerschlagen mit Jamie Oliver. Ich bin schon unterwegs. Ja, er ist der einzige Brite, der kochen kann, oder was? Ja, keine Ahnung. Ich habe nur irgendwo mal bei Amazon, wo ich hier Pfanne und Kohl bestellen wollte, habe ich gesehen, die so Jamie, also gleich am Anfang, also erstmal Amazon Choice gedünst, dann Jamie Oliver schaltet, wo ich mir denke, Alter, 80 Euro für eine Pfanne habt ihr, wollt nicht mehr alle Holzlatten am Zahn. Die habt euch nicht alle an der Pfanne. Und weißt du, wer eine solche besitzt? Ja, sie natürlich. Und das ist wirklich eine der besten Pfannen, die ich habe. Ich will keine Werbung dafür machen, Link in der Videobeschreibung. Muss ich aufschreiben, damit das Geld auch reinkommt, warte mal. Ah. Damit die nächste Pfanne auch finanziert werden können. Es gibt Leute, die kontrollieren das und wenn dann der Link da wirklich drin steht, dann wird das gepusht in Social Media. So. Alter, ist das schlecht. Ich hatte übrigens neulich in unsere Gruppe auch einen Affiliate-Link gepostet. Man muss halt sehen, warum bleibt, nicht? Man muss sehen, warum bleibt. Das hat dich sehr sympathisch gemacht. So. Abfahrer bitte. No Skript sei Dank. Ja, unterwegs. No Skript löscht aber keine Kekse aus dem Reflink raus, oder? Nee, aber ein anderes Tool. Also es gibt ja mittlerweile tausende Browser-Addons. Viele sind Blödsinn, weil sie deine Performance so dermaßen einnudeln. Und Firefox ist ja jetzt schon nicht Performance so geil. Obwohl Chrome ist was sind das jetzt genau für Plugins? Was machen die? Ja, es gibt ja, also NoScript beispielsweise, sagt ja schon der Name, NoScript, ne? Also wenn du das standardgemäß installierst, schaltet das Ding auf allen Webseiten sämtliche Skripte aus. Und du hast das installiert? Hatte ich, beziehungsweise habe ich, aber nicht auf Firefox, sondern auf Chrome, weil über Firefox mache ich meine privaten Surfstunden da und über Chrome läuft mein ganzes YouTube-Interface. Also und da habe ich das Corn-Hub und auf Chrome machst du YouTube? Genau. Ah, verstehe. Aber ja, schön, dass wir so offen darüber gesprochen haben. Aber gut, die Idee, weil wir es damals hatten, weil die Leute fanden das lustig, alleine der Titel mit Kornhub. Domain ist leider schon vergeben. Die gibt es zu verkaufen für 3000 Euro. Der Spaß mehr, ist uns mehr, dann mehr, doch mehr, etwas. Mehr, mehr. Ach, mehr sogar. Das ist uns dann doch etwas zu teuer für den Spaß. Und zu diesem NoScript, das ist aber eigentlich ganz interessant, weil du da sehen kannst, was auf so Webseiten alles eigentlich so rumschwirrt an Skripten. Ne? Also, ich bin ja zum Beispiel ein Freund von Centerparks und wenn du dann eine normale Buchung nur machen willst, dann gehen da irgendwie zu, weiß ich nicht, so gefühlten 25 anderen Webservern irgendwelche Check- und Abfrage und irgendwas und über welche Seite ist er hingekommen und über welche Kampagne per E-Mail wird da alles getrackt und so. Das ist relativ interessant. Oder wenn du zum Beispiel ich habe versucht, zum Beispiel bei 71, also in der Mediathek, ne, diese scheiß Werbung loszuwerden, weil die sollen das halt anbieten, wenn man sich schon anmelden und registrieren muss, dass man dann einen Euro in den Hut wirft und dann ist Ruhe im Karton. Funktioniert aber nicht. Und auch Adblock funktioniert auf der Seite nicht. Dann habe ich es versucht, mit dem Scriptblocker zu machen. Geht aber auch nicht. Aber dann siehst du ganz genau, zu welchen Seiten machst du das Skript auf. Das erste ist dann 71 und dann kommt halt so Akamai, ne? Also hier diese, wo die Videos dann drüber ausgeliefert werden, so ein Content Delivery Heinz. Aber wenn du das Werbe... Dann siehst du auch irgendwie so ein Werbeding, also wo du schon weißt, das ist irgendein so Werbeveranstalter. Und wenn du dieses Skript nicht aktivierst, wird das Video nicht abgespielt. Okay. Also wenn du aktivierst das Skript, dann kommt die Werbung und dann dein Video. Oder lässt das Skript aus, dann kommt keine Werbung, aber auch kein Video. Also das sind echt Füchse mittlerweile. Also wenn ihr da einen Weg kennt übrigens,
Schreibt es in die Kommentare, wie man da die Werbung umgeben kann. Bitte mal, ich bin also alles Gängige durch und das funktioniert nicht. Aber da, das ist halt ich interessant zu sehen. Ich fand das jetzt nur interessant, weil für YouTuber ist das ja eine durchaus nicht unwesentliche Einnahmequelle, die ganzen Reflinks und wenn man das... Also, das zielt hauptsächlich auf Tracking-Skripte und irgendwie Flash-Gedöns und sowas halt. Okay. Du siehst aber dann auch hier so Sachen wie Doppelklick, ne? Du hast ja Webseiten, da meistens dann die Werbung über AdSense, wie heißt das bei Google dann? AdWords? Ach, du weißt, was ich meine. Ja, das geht über Doppelklick. Und da steht dann in diesem Script-Ding Doppelklick und dann kannst du es ausmachen, dann wird es nicht verfolgt. Aber standardmäßig ist es zum Beispiel an. Das heißt also, wer das hat, ist es nicht in primär gegen Werbung und du kannst halt nur schauen, welche Webseiten da. Ah, gut, du unterbindest Werbung natürlich auch damit, ne? Aber. Nicht standardmäßig. Bei AdBlock ist standardmäßig aus und hier schaltest du halt Skripts, die du haben willst, aus. Bei irgendwie so. Genau, dann kannst du bei NoScript alles an- und auswählen. Ganz kurz, wo ist unser Schmitz Cargo Bull Trailer? Oh. Anhänger? Auflieger? Gute Frage, wir haben nicht. Also ich hab auch nicht. Weil ich wollte mir mal den geholt Paletten hatte. Mit abholen. Oh, steht der noch? Guck mal, wenn du in dem Gabelstapler bist. Vielleicht steht er noch da unten. Nee, also da sind wir geparkt. Ja, wir sind da. Randy und ich sind mal irgendwo hingefahren. Ich suche mal im Menü. Das könnte nur beim Palettenwerk noch sein. Oh, Randy, wir müssen es beeilen. Ja. Das macht der Cosplay. Der Cosplay gleich unser Getreide hier platt. Wie viel Platz hast du noch? Du bist bei 60, okay? Ja. Wollen Sie da nicht erstmal nach außen fahren? Geht? Ja, guck mal, der zieht doch noch eine ganze Bahn. Das steckt im Verkehr fest. Soll ich mal was wegfahren hier? Ey, ich fahr schon weg. Da wollen wir ja nicht riskieren. No. Di. Kornhub. Teile auch du deine geilen Weizenbilder. Ich muss das, glaube ich, nochmal richtig stellen. Also, ich möchte bei Pro7Sat1 Mediathek übrigens die Werbung weghaben, weil ich habe nichts gegen Werbung. Ja? Und wir schalten, glaube ich, so im Schnitt, sagen wir mal, alle 7 bis 12 Minuten Werbung als YouTuber. Ja? Das ist fair. Mhm. Bei denen kommt alle 8 Minuten nicht ein, sondern 3 bis 5 Werbespots. Und das ist echt zu viel. Ja, haben sie aus dem TV halt übernommen, ne? Wenn es fair wäre, dann hätte ich ja nichts dagegen. Aber das ist echt zu viel, oder? Was denkt ihr dazu? Ja. Stell dir vor, ihr guckt irgendwie, Doku auf Kabel 1 Doku in der Mediathek und dann kommt irgendwie alle 8 Minuten oder alle 10 Minuten 4 Werbespots. Teilweise eine Minute lang. Es ist ja nichts anderes als im Fernsehen. Wenn du da irgendeinen Film guckst im Privaten, kannst du ja auch nicht angucken. Das ist ja auch ständig unterbrochen. Das ist halt der Deal, den du da abschließt, ne? Deswegen, das ist ja auch ein Grund, warum viele dann Fan der Öffentlich-Rechtlichen sind, weil da gibt's das eben nicht. Und ich finde, das gehört dazu. Die Privaten müssen sich irgendwie finanzieren und ja, wenn sie es jetzt übertreiben, ist das zwar ärgerlich, aber... Muss man das nicht akzeptieren? Leck. Oh. Alles gut. Was hast du gemacht? Jungs, macht euch nicht nass. Geht schon weiter. Ja. Also, hier ist jetzt nicht so dramatisch, aber ich gucke jetzt auch nicht so viel in den Mediatheken. Und stopp. Was guckst du denn an? Ach, alles Mögliche. Ich dachte, du hättest so eine bestimmte Serie oder sowas, die du da immer... Ach, das ist auch häufig mal wirklich so zum Einschlafen oder so. Und dann guckst du halt immer rum und dann, weiß ich nicht, dann hast du schon alles abgegrast, was du so regelmäßig guckst. Geht. Und nee, 5 km/h grad. Achso. Gar nicht. Ja, gib mal Gas. Ja, hab schon alles an. Volle Lotte, du hast alles zugeschaltet. Hab schon alles an, sagte der Tita. Ja, sowieso. Das sowieso. Link der Videobeschreibung. Hä? A-Boot für LS. Wussten die meisten nicht, dass es das gibt. Gibt's aber. Was? Ja. Was ist A-Boot? Aimbot. Ansgar Korn. Aimbot, achso. Natürlich.
Ey, das ist dann hier der Trash in Hexenwood. Lass deine Maschine automatisch häckseln. Dafür brauchst du nicht mehr Ingame-Helfer. Kauf dir dieses Programm, kostet nur 20 Euro im Monat. Kann man damit auch Maschinen fliegen lassen? Ich hätte Interesse. Ja, das können wir sogar auch skripten. Vielleicht bist du das Referenzin. Was? Man weiß es nicht. Approved by? Ja, genau. Stell dir mal Wallhack für LS vor. Absolut sinnvoll. Ja, oder Kollision ausnehmen. Wer macht denn sowas? Kollision aus. Ja, für die Performance ist das gar nicht so verkehrt. Packt man an der Karte manchmal nämlich auch öfters. Also die Karte hat so ihre Gefühlslage manchmal von Woche zu Woche. Manchmal läuft das absolut flüssig. Manchmal hat sich ein bisschen zickig, manchmal gar nicht. Da merkt man echt, die Engine kommt an ihre Grenzen. Und trotzdem wird es die gleiche sein. Im nächsten Mal. Mhm. Mit noch mehr Grafik, tralala. Gut, das eine ist mit dem anderen nicht so viel zu tun, aber es ist ein harter Schritt. Also ich weiß nicht, wenn ich die wäre, würde ich dann auch ungern gehen. Weil das gleiche Problem war ja auch hier die... Ach, da oben arbeitet ja noch jemand. Hm? Der Drescher, ja, ist denn ja. Was? Werner ist fleißig. Nur Ansgar weiß keiner, wo er ist. Transportlogistik Hopfach bin ich gerade. Aha. Das ist eine Logistikbranche gewechselt. Ja, der dicke Mann hier. Ich sorge für die Paletten, dass das hier weitergeht. Du sorgtest. Nein, ich sorge. Ich sorge ja dafür. Rückwärts. Naja, brauchen wir nämlich gleich dann auf dem Feld da nochmal, dass den Werner auch jemand leer macht irgendwie, ne? Ich kann mich selber leer machen. Und wir sind ja auch mit nächster Level fertig. Danke für den Kommentar. Was? Kannst du immer denken, wenn du zweideutig denkst, weißt du? Schlimm. Das gehört sich dann mal raus. Wie war Das sind dann übrigens die schlimmsten, habe ich gehört. Die noch. Die einfach nichts sagen. Die dann einfach dann ganz schweigend dann daneben sitzen und so tun, als würde das alles nichts angehen. Ich habe schon eine tolle Geschenkidee für Ansgar seinen nächsten Geburtstag. Oh, bitte. Das war schön. Zeit. Oh Gott. Deine Region ist ideal dafür, dass überall Anschlüsse. Was? Monatskarte. Eine Monation zum Beispiel. Man muss ja mal den Jungen was Gutes tun. Ich verstehe deine Anspielung. Ich hätte gedacht, einen Apfelbaum oder sowas. Das ist häufiger so. Auch in unserer Vor- und Nachbesprechung kommt das schon mal vor. Aber wir haben festgestellt, dass der René da ein sehr geschicktes System hat. Er streut erst Gerüchte, die meist. Das hat er einmal gemacht, das kann man jetzt nicht so verallgemeinern. Ich bin immer noch der Meinung, das kam von dir. Okay, also von mir kam die These, dass du Gerüchte per Halbsatz nicht zu Ende ausgeführt streust, die dann überall rumzirkulieren lässt, bis sie wieder bei dir auftaucht und ich dann darüber empörst. Wer sowas denn sagen kann. Aber gut, das ist nur eine Theorie von mir. Ich fand's sehr lustig. Du wolltest nur mal erwähnen. Was jetzt überhaupt, hat doch überhaupt keinem geholfen jetzt gerade, oder? Nee. Keiner weiß, worum es geht. Nee. Okay. Ja. Du lässt die alle im Dunkeln gerade. Ah, du meinst, ich bin nicht präzise genug, ne? Ja, ist richtig. Mhm. Jetzt Feuerzeug dir jetzt hier kaufen. Was? Was? Ja, für Licht ins Dunkle bringen. Stell dir vor, LS wäre ein Free-to-Play. Wow. Wow, genau. Das würde vielen gefallen. Vielen auch wiederum nicht. Aber das hat man ja schon mal. Ich glaube, Dienstag ist ein geeigneter Aufnahmetag. Irgendwas ist heute hier. Ja, stimmt. Wir nehmen heute am Dienstag auf. Wir sind Tag der Arbeit. Beziehungsweise Tag der werfenden Steine, je nachdem, wie man es sehen will. Ja. Weiter geht's. Weil gestern war. Ja, der macht schöne Geräusche. Weil gestern war Brückentag und den muss man sich jetzt nicht mehr anschauen. Dann haben wir nämlich hier. Wir können außen rum machen, ja. Dann können wir den Gruber hier bei der Sekundären lassen. Gut, wunderbar. Wie macht man denn gleich, wenn er noch eine Runde gedreht hat, dann hat er nämlich wieder Pendelverkehr. Ich habe zu viel Vorgewende gemacht, glaube ich. Wie viel hast du denn eingestellt? 3? Hier oder so. Aber ich hätte jetzt auch ehrlich gesagt gedacht, dass wir eben
auch beim Dreschen, beim Häckseln mehr Kreisfahrten machen, aber naja. Ganz kurz, wie macht man beim Trailer die Seiten auf? Geht das? Bei dem Trailer? Keypad 8 oder so, wenn der auf der Numpad Position steht. Numpad 8. Ja, du musst an der genau richtigen Person vor dem Trailer stehen. Ah, okay. Position. Da leuchtet es ganz kurz auf. Position, ja. Was hab ich denn gesagt? Person. Ja, gut, wenn die Person vor dem Trailer in der richtigen Position steht und du stehst wiederum vor der Person, dann geht das schon. Geht das auch. Aber das ist nervig. Dann würde ich ihren Arbeitsmodus anmachen und dann halt so ranfahren. Oder so. Weil du suchst dich da durch. Glaub mir einfach. Ja, ich bin gerade. Hier, oder mach ich das nur? Meine Freunde, wir sind aber fertig für den Part hier für heute. Deswegen schauen wir morgen wieder rein. Also ihr, ne, wenn ihr Bock habt. Logisch, wir nicht. Däumchen da lassen nicht vergessen. Und bei anderen vorbeigacken. Und in dem Sinne, ja, Entschuldigung, Gaffen. So. Und bis dann, haut rein. Tschüss. Tschüss.